Einen Tag nach dem schweren Zugunglück bei Bad Aibling dauern die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle an. Die Polizei rechnet nicht mit weiteren Todesopfern. Nach Behördenangaben wird niemand mehr vermisst. Zur möglichen Unglücksursache wollte die Polizei keine Angaben machen. Mit ersten Ergebnissen könne erst in Wochen oder Monaten gerechnet werden. Zuversicht und Mut schenken. In einer ökumenischen Andacht haben Gläubige der 10 Opfer des Zugunglücks gedacht. Der Geschäftsführer des Mutterkonzerns der Bayerischen Oberlandbahn sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. Wir sind wahnsinnig erschüttert über diesen Unfall heute. Wir haben noch keine Erklärung, was die Unfallursache war. Heute war es für uns auch erstmal wichtiger, uns um die Leute zu kümmern. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Angehörigen und den Verletzten. Die mehr als 100 Verletzten werden in den umliegenden Krankenhäusern behandelt. Einige stehen offenbar unter Schock. Was ich jetzt bei meiner Frau feststelle, ist ganz einfach das, dass sie viele Dinge einfach vom Unglück an, also von der Sekunde an, komplett ausgeblendet hat. Der Abschnitt auf der Bahnstrecke Rosenheim-Holzkirchen verläuft am Mangfallkanal entlang, was die Arbeit für Rettungskräfte zusätzlich erschwert. Die Auswertung von 3 Blackboxes soll gesicherte Erkenntnisse darüber liefern, wie es zu dem Unglück kommen konnte.